Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Zuerst ein Punkt zum Stil. Ja, das haben wir gerne gemacht. Und das Problem war ja, dass der städtebauliche Vertrag vor Monaten im Ausschuss war, ohne den Bebauungsplan. Und es dann zumindest noch gelungen ist, dass man den Beschluss über den Vertrag mit dem Bebauungsplan heute zusammen macht. Am Anfang sollte das ja getrennt stattfinden. Deswegen hatten wir gar nicht die Möglichkeit, im letzten Ausschuss auch nochmal über den Vertrag zu sprechen. Guter Stil wäre es natürlich gewesen, im Ausschuss nochmal beide Vorlagen zusammen zu haben, weil das eine nicht ohne das andere geht. Gerne in Zukunft, aber ich glaube, Sie sind nicht so überrascht. Ich glaube, wir fordern seit 4 Jahren, dass wir über bezahlbares Wohnen reden, dass es heißt, es muss auf den Angemessenheitsgrenzwerten der Kosten der Unterkunft sein. Wenn schließlich Gutachten sagen, das wäre angemessenes Wohnen, dann muss es doch auch gerade das Projekt der GWG sein. Auch wir haben uns mit der Parkplatzfrage beschäftigt. Wir finden es ziemlich unverantwortlich, in einer Zeit der Klimakatastrophe auf einem städtischen Grundstück, wo wir wirklich mal planen könnten, wie wir wollen, da noch eine Tiefgarage zu bauen. Das treibt die Baukosten nach oben und es ist einfach ökologisch wirklich eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und eben, es ist ein städtisches Grundstück. Wir könnten da sehr viel mehr machen als die 30% Sozialwohnungsquote. Und übrigens, digital ist noch die alte Version, weil von 25 auf 30 ist ja in den letzten 2 Wochen noch geändert worden. Wo ich mich auch frage, war da vielleicht die Kalkulation noch nicht ganz mit dabei? Zum Teil heißt es immer noch ein Viertel der Wohneinheiten auf Zeit der neuen, das müsste vielleicht auch noch korrigiert werden. Aber 30% bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die einen Wohnversorgungsvertrag hat, in einer Zeit, wo es schwierig ist, Wohnraum zu finden. Da sagen Sie vielleicht, das ist zu teuer. Private Investoren werden wahrscheinlich nicht freiwillig über die 30% gehen, aber eine städtische Wohnungsbaugesellschaft könnte das sehr wohl tun. Und Sie planen hier 122 Wohneinheiten im Geschoss Wohnungsbau. Früher war übrigens von 200 mal die Rede. Der Mieterbund hatte da auch gefordert 40% Sozialwohnungsquote mindestens. Wir finden, inzwischen könnte man da ja durchaus sehr viel höher gehen. Und Sie planen 41 für Hausgruppen und Doppelhäuser. Auch das ist doch kein zeitgemäßes Bauen mehr. Wir müssen uns doch in dieser Zeit fragen, wenn wir bauen, für wen bauen wir und für welche Zielgruppen. Und es ist nicht einfach Innenentwicklung vor Außenentwicklung und das heißt, innen bebaut man irgendwie. Nee, es heißt, wir müssen ganz bewusst gucken, was bauen wir mit was. Und ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, weil Sie den dritten Stapel der Stellungnahmen nicht ganz durchgelesen haben. Untere Wasserschutzbehörde, die lehnt diesen Bebauungsplan ja ziemlich klar ab. Weil sie sagt, mit diesem Bebauungsplan wird die einmalige Chance vertan, innerhalb des Stadtgebiets dringend erforderliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Losse umzusetzen. Zum Beispiel die Herstellung einer großflächigen Retentionsmulde. Und die Frage, weil es Überschwemmungsgebiet ist, weil es betont ist, dass da in Zukunft eben Hochwasser auftreten, diese Fragen, also jetzt wieder Zitat, dieser Frage und gegebenenfalls daraus resultierenden Ansprüchen werden sich die Verantwortlichen nach dem ersten Hochwasser im neuen Quartier stellen müssen. Also seien Sie für diese Frage bereit oder schieben Sie es nochmal in den Ausschuss, wenn Sie wirklich Beratungsbedarf haben. Wir sind da gerne bereit, weil wenn wir schon bauen und wenn wir bei städtischem Eigentum sind, lassen Sie uns so bauen, wie wir es auch, dass wir uns in 30 Jahren nicht mehr beschädigen.